ich muss das ja über... Mann, ich muss das über mein Gaming-PC. Vor allen Dingen, sie hat die Nachricht gelesen, Chat, und antwortet nicht drauf. Kennt ihr so diese Mädchen? So, Bro, mach mit oder nicht, aber mach nicht auf wichtig. Lilifee, Digga. Ach, Digga. Oh mein Gott, ist das anstrengend. Dann schreibt Danny. Respektlos. We in his beach. Mario Kart wird auch hart, aber, ne? Gibt's irgendwelche Videos eigentlich? Die gut sind? Oh, Honeypoo hat einen Vlog hochgeladen. Schauen wir mal rein. Können, aka in Hi. Oh, ich weiß nicht, Hugo. Nicht so meine Videos, also, trifft nicht so meinen Humor, also weiß ich nicht. Vorletzter Abend. Und wir gucken noch, was wir filmen können, aka in Hi. Letzter Abend. Morgen früh fliegen wir. Hier sind richtig viele Rochen. Und jetzt ist hier ein Hai am Chillen. Das Wasser ist jetzt auf einmal voll hoch, vorhin war es viel niedriger. Hilfe! Hä, hey, das Wasser ist auf einmal richtig hoch. Der chillt da schon die ganze Zeit. Da hinten sind die Rochen. Die haben ein richtig krasses Licht. Der bewegt sich irgendwie nicht, ne? Digga, ist das ein Hai? Als ob der da einfach so chillt. Der steht da. Der schläft. Manta-Rochen! Digga, sind die nicht gefährlich? Jetzt mal Real Talk, man sagt immer, Haie sind nicht gefährlich, aber eigentlich, die können dich ficken. Wir haben dich, Bruder, du bist bei uns safe. Wasser ist brutal klar heute. Also heute ist es krank klar. Haben auch alle Mitarbeiter gesagt. Ich meine, guck mal, man sieht hier die Wellenstruktur sehr gut. Cedric, danke für den 6. Vorhin, als es heller war, hat man noch die kleinen Sandkörner gesehen. Aber ja, was soll ich sagen? Letzter Tag, ich habe meine Kamera... Wann mit der Veganerin live? Digga, glaubt ihr, diese Veganerin würde vorbeikommen bei meinem Submarathon mit mir vegan kochen? Wenn ich sie fragen würde? Die Militante, wie heißt sie denn? Hat sie Twitch? Die Veganerin heißt sie? Die militante Veganerin. Okay. In den größten deutschsprachigen veganen Discord-Server, international sogar mittlerweile. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ihr könnt euch einfach in die Twitch-Debatten reinhauen. Stage Chat 2 ist, wo wir sind. Hallo an alle Zuhörer auf Discord und willkommen. Wir starten gleich. Einfach schon mal die Hand heben. Und sobald die ersten paar da sind... Es ist ihr Freund? ...werden wir auch auf Twitch loslegen mit dem Debattieren. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Willkommen, Oh! Bitte, wir haben auch... Au! Gewonnen, ja, aber wir haben noch keinen eingeladen. Hallo Jackie-Bilder, willkommen hier. Wir haben richtig geile, was haben wir heute, Pascal? Marillenknödel, ja. Wir haben Marillenknödel am Start und Erdbeeren. Natürlich vegan. Ein Abendkultvari, willkommen zum ersten Mal hier im Chat. Seht euch diese geilen Erdbeeren, das ist einfach nur Tiefkühl-Erdbeeren. Aber Gönnung auf höchstem Niveau, auf höchstem sagen. Niveau. Auf jeden Fall. Eigentlich sind sie jetzt keine Tiefkühl-Erdbeeren mehr, weil wir haben sie ja aufgetaucht. Ja, ich weiß nicht, Alter. Gib mir keine Aufmerksamkeit, Digga, ist doch lustig. Digga. Ja, ist aber funny. Ja. Ist aber funny. Es eskaliert, wenn die vorbeikommen beim Submarathon. Ich wollte heute noch mich mit euch hinsetzen und fragen und mit euch Ideen sammeln für den Submarathon, was man alles machen kann. Chat. Ist doch ganz cool.
Sachen, die man während des Marathons machen kann. Abnehmen-Challenge, Digga. Halt's Maul. Ist noch Zeit? Ja, aber man muss sowas echt krass planen. Sport, Telefonstreiche ist Toss. Fitness, so einen eigenen Fitnessraum, sagt ihr Chat? Wo ich ein bisschen abnehmen soll, ich Fettsack? Boah. Führerscheinprüfung, ja. Das Loch, was ich dir geschickt hatte, hatte einen Fitnessraum. Fucking Sleeper, man. Icardi, danke dir für deine 3 Monate. Es gibt schon ein paar coole Sachen. Kamera fast verloren. Ich habe die im Blumenbeet gefunden, weil ich einen TikTok-Livestream gemacht habe und ich meine Kamera als Stütze benutzt habe. Ich habe halt einen Herzinfarkt bekommen. Ich dachte, die Cam ist schon weg und mit den Aufnahmen schon so. Egal, jetzt kann ich aufnehmen. Aber was wollte ich sagen? Es war ein sehr cooler Urlaub. Ein Urlaub mit Höhen und Tiefen. Allein das Schnorcheln prägt das Leben so krass. Also sage ich auch, wie es. Auch wenn jetzt Leute sagen, was soll ich schon prägen? Ey, was du alles gesehen hast, das ist unglaublich. Das war so atemberaubend. Ich habe mir die ganze Zeit die Avatar-Musik vorgestellt von Avatar 2. Ich war, oh mein Gott, ich habe mich gefühlt wie ein Avatar, so dumm. Obwohl ich sogar nur gezogen wurde, weil ich einfach wie ein Invalid da rumgeschleppt wurde. Der Typ sagt sich auch so, scheiße, ist nicht schwer. Ich habe auch gut gefrühstückt an dem Tag. Ey, danke, dass ihr... Geh mal TikTok-Live-Chat bei Leichenpäsches. ...auf dieser Reise, mich bei dieser Reise begleitet habt, auch wenn die Vlogs jetzt ein bisschen später kommen. Ich werde euch auf jeden Fall informieren bezüglich meinem Zeh noch. Aber worüber ich reden wollte, ist so ein ganz kleiner... Digga, wisst ihr, was ich bei TikTok so geisteskrank... Also ich habe das Gefühl, die Leute, die auf dieser Plattform unterwegs sind, sind so hängen geblieben. Wirklich. Digga, ein Max, dieser eine Typ, der sich die ganze Zeit die Glatze schneiden wollte, hat nach 3 Jahren... sich eine Glatze geschnitten, nachdem er 3 Jahre lang immer gesagt hat, dass er sich eine Glatze schneidet. Jetzt hat er sich eine Glatze geschnitten und die Leute schreiben in seine Kommentare, nachdem er es wirklich gemacht hat, Ehrenmann. Digga, also es ist geisteskrank. Talk darüber, dass sich ein paar Leute beschwert haben, dass ich ein bisschen mad und traurig war, dass ich halt so viele Allergien random bekommen habe, dass ich mein Zeh halt verstaucht habe anscheinend. Also laut der Ärztin verstaucht, I don't know. Und dass ich halt so mad war, dass halt dadurch der Urlaub so für mich schon voll gelaufen war für die ersten 3 Tage, weil ich halt nicht an die Sonne durfte. Es kann schlimmer sein, logisch, aber mir geht halt so darum, du bezahlst so voll viel Geld. Ich habe ja auch darüber schon im Stream geredet. Du bezahlst so voll viel Geld, freust dich ein halbes Jahr auf den Urlaub und dann kommst du an und dann hast du auf einmal richtig random eine Scheißallergie. Woher auch immer die jetzt kommt, richtig dumm. Oh, das sind Fische. Sorry. Ich freue mich so, wenn ich Fische sehe. All in all, was ich sagen wollte, ist, dass ich so ein bisschen mad und frustriert war die ersten 3 Tage. Liegt halt einfach daran, dass ich halt nicht rausgehen durfte. Beziehungsweise die ersten 3,5. Dann bin ich einfach trotzdem rausgegangen am 4., weil es mir egal war. Aber ja, es war halt so, man ist so ein bisschen... Digga, kennt ihr das? Chat, der Lehrer redet, ihr hört nicht zu. Aber irgendwie guckt ihr. Aber irgendwie hört ihr doch zu, aber ihr versteht nichts. Traurig. Es ist so schlimm, wenn es vor deinen Augen ist. Du willst ins Wasser oder an die Sonne allein und du darfst nicht. Es ist vor deinen Augen. Es ist so nah, aber doch so fern irgendwie, wisst ihr? Es macht mich so sad, deswegen. Aber wenigstens waren die letzten Tage richtig cool. Vor allem der Schnorcheltag gestern. Oh mein Gott, das war so schön. Die Aufnahmen. Sascha hat ja auch Delfine gesehen. Die ganzen Aufnahmen, Leute, die GoPro. Ich werde die immer mitnehmen, wenn ich irgendwie jetzt... Ich will dieses Jahr noch nach Ägypten, da... Was ist denn los, Isa? Hä? Der Vlog fängt an? Werde ich dann auch so Aufnahmen machen. Da werde ich auf jeden Fall schnorcheln gehen mit Leuten auch, die mich vielleicht ziehen werden, wenn ich mich wieder verletzen werde. Ey, es ist so dumm. Das letzte Mal, als Sascha und ich im Urlaub waren, ne, bin ich auch in den Pool gefallen. Hab mir nicht wehgetan, aber ich bin in den Pool gefallen. Weil ich habe nicht gesehen, dass da wirklich ein Pool war. Ihr merkt, ich bin tollpatschig as fuck. Es ist so unangenehm. Aber ja. Das war ein ganz kleiner Talk. Ja, die Rückreise wird spannend. Ich freue mich aufs Frühstück. Oh mein Gott. Der Hai hat sich noch bewegt. Digga, ich hätte doch Todesangst, da irgendwo zu liegen. Ich schwöre, auch wenn es physikalisch nicht möglich ist, ich hätte trotzdem Angst, dass so ein Kackhai aus dem Wasser jumpt in mein Gesicht rein. Nein. Keine Sorge, wir haben dich. Du bist bei uns in... Keine Gefahr, du bist bei uns in Sicherheit. Vertrau uns. Mal sehen, ob ich noch genug Speicherplatz habe. Letztes Frühstück. Das ist
die Aussicht. Dieser Zoom. Das sieht nicht so geil aus von heute. Let's go. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ich weiß LOL, true. Also hinter uns sind die Piloten, vielleicht sind wir ja. Ich hab's dir vorher gesagt, du hast einfach ja gesagt, wahrscheinlich hast du es nicht verstanden. So, das war einfach ich verstanden die Passagiere. Fucking sleeper, man. Ich dachte, die Passagiere, die mit uns fliegen, nicht die Piloten. Auf jeden Fall, wir sind nicht pünktlich. Die Keck, danke für den 4:30 deutsche Zeit. Nee, um 3 Uhr. Oh. Ja, jetzt haben wir 3:49 und jetzt, wir haben 20 Minuten gleich, um ungefähr zu essen. Wir haben genau das gleiche Outfit an. Bei der Abreise wie bei der Hinreise. Das heißt, mein Pulli, das wird gerade, es wird gleich richtig warm. Das war schon bei der Fahrradfahrt gerade eben. Denn mit krass Gucci drauf. Ach du Scheiße, das sieht richtig fake aus. Oh wait, man sieht ja nur einen halben Kopf. Ey, diese Kopfhörer. Okay. Warte mal. Fake aus. Oh wait, man sieht ja nur einen halben Kopf. Ey. Was ist das? Isa? Isa? Diese Kopfhörer. Aber guck mal, das da ist mein Paradies, das ist mein Traum. Look at this, so many Brillen. Cool, 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 aber hier nicht cool. Boah, ich sehe richtig wasted aus. Ey, Mann, es ist viel zu früh, ich bin richtig, richtig müde. Bei welcher Brille sehe ich mich denn? Irgendwie bei keiner. Manchmal haben die... Dieser Urlaub hat 14.000 gekostet. Boah. So am Flughafen richtige Schätze. Das hat so einer in Berlin gewarnt, der meint so, der Mitarbeiter, manchmal gibt es am Flughafen richtige Schätze und die sind 12% günstiger. Deswegen war ich so, 12% günstiger? Okay, dann komme ich öfter. Alright, nachdem wir jetzt in der Sauna drin waren von dem Bus, spielt Sascha hier ein Handygame. Ey, ist so ein Handygame. Digga, so ein King-Spiel. Ey, Chat, wer das nicht in der Schulzeit mit seinen Kollegen gespielt hat, hat was falsch gemacht. Jedes Mal bei meiner Ausbildungszeit mit meinen Kollegen zusammen habe ich dieses Game gespielt. Beste. Die Gamer. Ey, guck dir mein Setup an. Ey, das ist wirklich crazy. Guck dir mal die Affen an. Das Setup ist krass, was ich habe. Ich habe vorne einer der Freeze. Ich habe einen richtig kranker Nagelwerfer. Der hier, dieser mit dem Plasmastrahl, ist crazy. Ich habe einen Robo-Affen. Krass. Den spiele ich auf 2-4-0 gleich. Und ich habe hier unten so Nagelbretter, die mich auch noch beschissen. Oh mein Gott, habe ich Augenringe. Oh, no, no, no. Can I get you something to drink? No, 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 thank you. Dicker Steak, Make, Blake, Hake, Digga, was haben die da alles? Angekommen. Es ist, Es hat den MCM-Rucksack? Bei Sascha läuft, Digga! Ich hab's ja auch. Ey, yo! Schon mal vorgestellt, minus 1 Grad, es geht. Alter, wie so kalt! Ich hätte auch gerne eine Jacke. Ey, der Zoll gerade eben. Na, woher kommt ihr? Aus Dubai? Und ich so, ja. Und Sascha so, nein, von den Malediven. Und ich so, ja, stimmt. Ja, die haben so angefragt zu fragen, habt ihr das gekauft? Wie so. Was, Eli, Insta-Story? Ich werde jetzt gucken, warum ihr das die ganze Zeit reingeschrieben habt. Wenn da jetzt kein Bild von seinem Penis ist, Digga, dann, wofür es sich lohnt, dann werde ich euch alle bannen. Oh, die... Oh! Oh, nee, oh! Abu, Rohat und Breitenberg, die haben so eine eigene Süßigkeiten, ja, Firma. Und die haben so verrückte Süßigkeiten. Und die werde ich nachher mit Melina zusammen testen. Und guckt euch an, was Rohat mir schickt. Das ist aber legal. Das ist legal. Das ist kein Gras oder sowas, ne? Also nicht. Und hier gibt es verrückte Süßigkeiten. Ich glaube, hier haben sie mir das geschickt wegen Mann und Diego. Hier habe ich noch so ein Paket. Und auch verrückte Getränke. Was ist das hier? Ja. Wir testen das nachher. Kuss. Für das Paket. Digga, was wollen die eigentlich? Die haben mir diesen Chip geschickt. Ist das geisteskrank. Leute, fast dieses extrem scharfe Essen. Ach du Scheiße, ist das geisteskrank. Und die haben mir irgendwelche scharfen Sachen noch geschickt. Und den Schuh, den Rohat mir geklaut hat. Yes! Yes! Ist das geil. Ey, ich freue mich.
Ich freue mich, wenn ihr die Sachen testet. Vor allen Dingen diese OGs. Ich schwöre es euch, Chat. Das sieht aus wie Ott, ne? Das sieht aus wie Ott. Ich zeige euch das mal. Aber es schmeckt wirklich gut. Die Leute glauben mir nicht, weil sie denken, dass es, weil das halt Weed-Schokolade ist, weil das halt aussieht wie Weed. Aber das schmeckt nicht nach Weed, das schmeckt krass. Oh, die sind ausverkauft. Aber die besten Dinger, die Crunch-Dinger, sind noch da. Crazy. Chat, wisst ihr, was wir geplant haben für den Zap-Marathon? Jetzt hört mir zu, Rohat schlau im Leben. Es wird eine King-Cans-Box geben, die man, eine Sub-Marathon-Box, die man nur kaufen kann, währenddessen ich beim Sub-Marathon online bin. Das heißt, wenn ich online bin, der Sub-Marathon, und der endet nach 10 Tagen, dann gibt's diese Box auch nicht mehr. Diese Box wird's nur geben, währenddessen ich online bin. Schlau im Leben oder schlau im Leben? Und wen? Sag ich. Aber wir haben wieder ein paar Sachen. Dafür. Ja doch, die Netflix und Chillbox. Ich weiß nicht, warum die Netflix und Chillbox bei euch so beliebt ist. Ihr kleinen Schlawiner, aber die ist normalerweise mal als erstes ausverkauft. Ganz schlimm mit euch. Da sind noch kranke Sachen drin. Yes. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Nein, da kann man nichts kaufen. Also geht schon, aber dumm wäre da was kaufen. So. Dann wärst du ja okay. Habt ihr Zigaretten oder so? Ich so, nein. Auch beide brauchen nicht Zigaretten und so, haben wir auch nicht. Alkohol, Schmuck, Taschen? Dann Schmuck, ja, den wir anhaben. Okay. Und woher habt ihr den? Aber wir kamen aber auch wie die größten Dullis an. Ich hatte Kapuze auf, ich habe mit dem Parkservice da telefoniert. Du hast auch nach unten geguckt. Ja, ey, das war voll unangenehm. Ich guck die so an, guck nach unten, guck dann wieder hoch, guck wieder runter und dann sehe ich aus dem Augenwinkel, wie der einen Schritt nach vorne macht und ich war so, okay, das Ding ist gegessen. Der kommt. Und dann ging's los. Das war aber witzig. Das war eine witzige Erfahrung. War auch... Digga, wisst ihr, was ich dabei bin zu klären für den Zap-Marathon? Wisst ihr, was krass wäre, Chat? Wenn ich ein Sponsoring mit Crunchyroll hätte, stellt euch mal vor, ich könnte Attack on Titan im Stream gucken, beim Submarathon. Oh! Digga! Junge! Also wenn das Crunchyroll, falls ihr das seht, oder falls ihr irgendwie auf irgendeine Art und Weise das sehen solltet, bitte, ich möchte nichts, ich möchte kein Geld, gar nichts. Ich will nur Attack on Titan oder Demon Slayer im Stream gucken. Oder vielleicht One Piece. Bei meinem Submarathon. Das Geld vom Submarathon, was ich da verdiene, wird sogar gespendet. Also, bitte. Bitte, bitte, bitte. Man konnte dem so einfach antworten. So. Man lügt ja nicht so. Ja. Wenn er jetzt so in Sydney gelandet, aus Dubai, mit 5 Iced-Out-Ketten. Oh mein Gott, Sydney, du bist so wasch. Dein Koffer wäre aber wirklich bis morgen da noch durchsucht worden. Ja. Ich bin jetzt bei meinen Eltern angekommen. Das ist meine Katze. Wie süß, Digga. Chat, die Katzen sind weg. Meine Schwester hat die Katzen wieder, die Katzen sind weg. Du, Mann, leider weg. Was soll ich euch sagen? Selman, danke dir für den Subgift. Super, mein Dad. Meine Mom sagt, sieht aus wie ein Anaconda. Oh mein Gott, sieht das süß aus. Was geht? Ich bin wieder zu Hause. Ich war... Was geht, Isa? ...beim Arzt. Ich habe die Klamotten von meinem Papa an. Der war über die Jogginghose nicht erfreut. Er hat gesagt, er muss sie unbedingt anziehen. Die ist nämlich neu und er will die anhaben. Auf jeden Fall ist die Jogginghose von meinem Dad. Das ist der Pulli von dem Dad. Den darf ich sogar behalten und er sieht richtig fresh aus, finde ich. Alright. Fresh. Keine Ahnung, ob die Aufnahme funktionieren wird. Mein Handyspeicher ist voll. Auf jeden Fall, was ich habe an meinem Zeh, ich war beim Arzt, wurde geröntgt. Der Typ meinte, es sieht krass nach einem Bruch aus. Und er hat gesagt, aber es ist kein Bruch. Es ist ein Kapselriss. Der ist angerissen. Das dauert jetzt ein bisschen. Angeknackst. Kann halt Wochen dauern. Und eine Woche habe ich schon zum Glück rum. Aber also angesichts dessen, dass es noch sehr, sehr, sehr schmerzhaft ist, abzurollen, glaubt er, dass es noch ein paar Wochen dauert und nicht Tage. Sadly, ich muss es tapen. Aber, anyway, mein Highlight vom Urlaub war das Schnorcheln. Also wirklich die Fische zu sehen, das war unglaublich. Was ich sagen wollte, war einfach Schnorcheln, war echt eine ganz andere Erfahrung. Das war wunderschön, einfach zu sehen, wie das Ganze aussieht. Bisschen beängstigend, weil ich Angst habe. Fucking Sleeper Man. War ja der Abgrund. Aber es war fucking Sleeper Man. Wirklich cool. Deswegen, falls euch die Vlogs gefallen haben,
die ganze Reihe. Könnt ihr gerne folgen, abonnieren, Like da lassen. Ich werde jetzt auf Twitch auch jeden Tag wieder streamen. Heißt, ich bin jetzt so... aber ja, was wollte ich noch generell sagen? Also Rohat, Abu und Breitenberg haben mir was von ihrer Süßigkeitenfirma geschickt. 2,5 Millionen Chip, Schokolade, die aussieht wie Weed. Einen von zwei geklauten Schuhen von meinem Event. Danke, Jungs. So, Chat? Ey, wo ist denn überhaupt der zweite Schuh? Ich weiß es gar nicht. Achso, warte. Zweite. Achso, warte. Ein Bro muss noch am Ende, oder? Ah ne, warte, hier muss Bro. Hier. Passt? Komma hinter Bro. Opfer, wer mir Komma schreibt, Digga. Wer mit seinen Kollegen mit Komma schreibt, Digga, noch nie verstanden. Meiner Meinung nach war mein Highlight das Schnorcheln und der Urlaub war mega nice. Allein die Aufnahmen sprechen ja für sich. Ich meine, man sieht die ganzen Aufnahmen von den Schildkröten, den Delfinen, generell den ganzen Fischen. Und ja, es war richtig schön. Wir sehen uns auf jeden Fall dann beim nächsten Mal in Japan. Ende Mai, Japan. Digga, Mann! Ey, Digga, ich bin voll neidisch! Ey, ich schwör, Digga, die machen das so schlau. Ich und Sydney sind die größten Penner, Mann. Ich hasse Sydney, ich hasse mich selber, Mann. Ey, Digga, jedes Mal. Ey, ich schwöre, die machen das so gut, weil die planen richtig Urlaub, dies, das, machen das dann noch günstig, Business Class günstig, früh buchen. Und ich und Sydney, Digga, das erste Mal, dass ich nach Amerika geflogen bin, Sydney hat mir 2 Tage vorher geschrieben, kommst du mit nach Amerika? Und ich habe einfach ja geschrieben. 2 Wochen Daily Vlogs. Da sehen wir uns in Südkorea. Okay. Satahugel. Na gucken. Hi Chat, was geht? Wie geht's euch gerade so? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Das freut mich total. Warum seid ihr da? Habt ihr Lust auf mich oder was? Läuft nichts Besseres, deswegen bist du da. Hier, IMAX. Läuft doch. Alle da, eure Stars. Eliasen ist da. Oh, Agaboro Jelly. Montana Blacks ist da. Eine Sache ist ganz wichtig. Die habe ich jetzt vergessen, Digga. Digga, ich weiß nicht, was es ist. Ich sehe da irgendwie aus wie Monte, Digga. Digga, ich weiß nicht, was es ist, ne? Irgendwie gibt mir das so richtig krasse Monte-Vibes, Digga. Wenn ich. Was? Wenn hier wäre, ich wäre drin. Bei Revenside, ich wäre ja nur da drin. Oh, so. Sieht doch gut aus, Chad, oder? Chad, ich glaube, die wird sehr gefährlich kommen. Der wird so gefährlich kommen. Komm schon, bitte, 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 komm schon. Hä? Hey, das Game sieht geil aus. Oh, so viel Pizza wie vorher? Not evenly spread? Not melted enough? Du dummer. Wofür arbeite ich denn, Digga, wenn ich mir so viel Mühe gebe? Das Spiel hat 9 Euro gekostet, das war so eine Sch**te. Nochmal 2 kleine. Hä? Was passiert? Der ist mein Ofen explodiert? Kann ich hier irgendwie ausbrechen?
Ja! Ich bin frei! Ich bin frei! Das ist eine Matrix! Meine Mama! Meine Freundin! Mit toller Aussicht auf den XXX-Stuhl in Friedrichshafen! Digga, Bro, diese Haare. Digga, wie gut ist das editiert? Oh, am Boden, Digga, die Posen. Yo! An so einen Tagen vermisse ich es, dass Basti sich nicht zeigt. Stell dich vor, wir können jetzt hier mit Basti auch rumballern, Junge. Das wäre so krass, no joke. Ich wurde vorhin gefragt, ob ich es manchmal schade finde, dass ich auf manchen Events nicht sein kann, weil ich mich nicht zeige. Ja, bin ich. Tira-Kaktus. Junge, das ist ja übergeil. Bestes Twitch-Duo 2022 gewinnt. Digga, ich schwöre, ich will gar nicht, dass Basti sich liegt, um ehrlich zu sein, ne? Bei Basti ist es mittlerweile so, der ist so ein Phantom, man will ihn gar nicht mehr sehen. Gefühlt. Und das klingt so hart, aber versteht man, was ich meine? Dieses Jahr, Papa-Platte und ja! Digga, diese Hose. Öwe. Ja. Weißt du, was ich für ein Sternzeichen bin? Opfer. Avada! Das hat irgendwie extra geknallt. Habt ihr das gehört? Chat! Es gibt gerade auf Amazon Prime alle Harry Potter Filme und ich werde die Harry Potter Filme gucken. Ich werde, bei Teil 4 bin ich werde 4, 5, 6 und 8 gucken. Und 7. Einer hat geschrieben, er kann das nicht mehr hier. Watch Party. Ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, Chat. Aber ich kann keine Filme auf meinem Kackstuhl gucken. Geht nicht. Ich kann das nicht. Ich muss da in meinem Bett liegen. Guck mal, so liege ich dann in meinem Bett. Oh, Chat, habt ihr das schon gesehen? Die Twitch-Mods sind auch... Huat ist neidisch, dass sie nach Japan fliegt. Kannst du und Sascha ihn mitnehmen? Soll er mitkommen? Der kann gerne mitkommen. Wir fliegen in der Gruppe, also wenn er Bock hat, kann er gerne kommen. Ey, yo. Ja, das Ding ist halt, da mache ich meinen Submarathon, Chat. Wird kritisch. Was soll ich euch sagen, Chat? Es ist ein Spendenstream, Chat. Den kann ich nicht nochmal verlegen. Ende Mai. Ah, warte mal. Das ist wiederum was anderes. Ja, mal gucken. Auf Spontanarino. Digga, KitKat Minze, das ist doch eine Respektlosigkeit. Sag ich. Ja, die sind wiederum sehr geil. Hier im Game. Junge, da ist noch eine Nachricht in der Modlong. Nach dem Stream kannst du ja mal gucken. Hey, yo! Dorian hat's geschafft, Chat! Ja, mal gucken. Chat, es tut mir so. Digga, der Arme tut mir so leid. Der hat mir gestern um 4 Uhr geschrieben, dass er Vlog fertig geschnitten hat und in 2 Stunden zur Schule muss. Das tut mir ein bisschen leid, ja. Aber dafür verdient er auch gut. Chat. Der Mann ist ein Macher.
So leid, es tut mir auch so leid an die Ladies. Ladies, kurz 10 Sekunden Ohren zu halten. Aber wenn ihr über Snapchat schon ausgemacht habt, beim First Date macht ihr Arsch und dann packt ihn zum ersten Mal aus und sie sieht, wie groß er ist, dann macht sie solche Augen. Zack. Weiter! Carsten, kannst du mit einer Hand klatschen? Geile Frage wieder, Digga. Tatsächlich nur, wenn dein glatzköpfiger Vater im Kino vor mir sitzt. What? Digga, Carsten. Ich finde bei Carsten immer so lustig, dass er über seine eigenen Jokes immer so lachen kann. Toka! Was ist dieses AWA? Das haben wir sonst nur beim Street-Tinder. AWA ist die Abkürzung für Ey, was bist denn du für einer? AWA. Einfach abgekürzt. Heute spricht man nicht mehr alles aus, Freunde. AWA. Ich bin der Sören. Und gemeinsam gehen wir in die 9B und machen unser Abitur. AWA erklärt für Dummies. Was hat der für ein Mikrofon, Digga? Das sieht aus wie eine Granate. Digga! Ist das sein Mikrofon? Was ist denn das? Digga, das sieht aus wie eine Nate. Letzte 7 Tage, 51 Euro. Und da waren doch auch mal 100 Mark. Was ist denn? Wir schätzen gar nichts mehr. Guckt euch mal, wie abgehoben eure Lieblingsstreamer sind. True! Wir machen über 50 Euro. True! In der ersten Folge haben wir 200.000 Gems aufgeladen. Also fast 2.000 Euro. Da sitzen jetzt einige zu Hause und sagen sich, was? Für das, was der macht? Ich gehe für 400 Euro putzen. Ganz true! Monat. Was soll das denn? Abgehoben alle! Diese Jungen! Digga, was bringt... Ja, real talk! ...das dir denn, wenn du da vor 15 Leuten da spielst? Alle abgehoben, Chat, sag ich. Sag ich. Die sind immer so gemein, ey, zum, wie heißt der, Strubbelpeter. Ey, Strubbel ist so ein korrekter Chat. No cap. Oh, in real life ist er wirklich ein sehr, sehr korrekter Chat. Nice try, Bro. Ich kenne niemanden, der so viel am Handy ist im Stream wie er. Oh, was? Boah. Wirklich? Lass das nicht mit dir immer da, Dings. Das ist ein echt guter. We go. Alles ab, das ist schon einmal with me. Brian, I call you Telly. Here we go. Eli Jella. Oh God. Die sieht ähnlich aus zu seinen, die sieht ähnlich aus wie Cindy, ne? Sie ist blond, wer hätte das gedacht? What the f***? Oder? Boah, ich hab ja auch nicht mehr so im Kopf, keine Ahnung. Paid Actor. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mir heute ein Format komplett gerippt von Ludwig. Ich habe mir auch passend dazu seine Haarfarbe gerippt. Digga, ich schwöre, früher, als ich so Twitch verfolgt habe und noch nicht selber so krass gestreamt habe, die einzigen Streamer, die ich früher eigentlich geguckt habe, bevor ich gestreamt habe, boah, war meistens Papa Platte. So, Monte habe ich ab und zu geguckt. Und Medi. So, und ich sehe so, und ich gucke so links. Und ich sehe so XQC zum Beispiel einen Tag, er hat das Game gezockt. 2 Tage später, ich sehe es bei Papa Platte. Und das regelmäßig. Und ich fand das so lustig. Ja, hey. Cool, Mann. Hallo Leute, ich bin's, Papa Platte. Ja, es ist nur mit mir zusammen wegen dem Geldchat. Und wegen dem Film. Was soll ich sagen? Es ist, wie es ist. Mann, Junge, meine Freundin ist nicht mit mir zusammen, weil ich Geld hab, Chat, sondern weil ich einfach ein netter Typ bin. Ich hatte schon Freundinnen, da war ich broke AF, Mann. Aber halt jetzt nicht so eine Süße, aber das kam dann anscheinend durchs Geld an. Würdest du sagen, ich bin ein guter Fan? Auf jeden Fall. Trink das aus, Mann. Das schmeckt übertrieben ekelhaft. Ja, Ex. Ex oder nie wieder Sex. Oh Gott. Boah, Digga, dann weg damit. Heilig. Digga, wie alt ist Kevin mittlerweile?
27! Der kommt mir viel jünger vor, Chat. Okay. Er kommt mir so vor wie 23, 22. Boah, das geht jetzt richtig schnell weg hier. Ist es ein Kompliment gewesen? Ja, oder? Boah, Leute, das war knapp. Also meine YouTube-Page sieht gerade aus wie so, wie so eine TikTok-Page irgendwie. Da sind so ganz komische Sachen drauf. Soll ich euch mal kurz zeigen? Da sind so weirde Sachen drauf. Zum Beispiel das hier. Was ist das für ein Video? Wieso hab ich das auf meiner For You-Page bei YouTube? Número 2. Amtexus. Wow. Honorable mention. Número 1. Amter estaré. Was gibt's noch? Digga, das Video ist so lustig. Abu, wenn er sich Essen bestellt, Chat. Digga, wirklich, also manche Videos auf YouTube, das ist ja langsam wirklich eine Respektlosigkeit. Das ist ja langsam wirklich eine Respektlosigkeit, Chat. Okay, Chat. Speedrun, was sagt ihr?